Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 5. Beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen Zeit mit unseren Bekannten verbracht und haben hier eine Maid angerufen. Ah, es war so wunderschön, bis Yuri und Mishima alles versaut haben und wir herausgefunden haben, dass es unsere Lehrerin ist. Oh mein Gott. Nichtsdestotrotz, jetzt wird es spannend, denn die Zeit der Ausstellung ist vorbei und Madarame hat hier nun eine große Pressekonferenz angekündigt. Schauen wir mal, ob unser Feldzug hier in seinem Palast Erfolg hatte. Und wie es nun weitergeht mit Madarame. What's up with that old geezer? Oh, is he crying? I have committed crimes that are unbecoming of an artist. Plainly put, I plagiarized work. I tainted this country's art world and even Sayuri. How could I possibly apologize to everyone for what I've done? He's crying way too much. And that was from the urgent apology conference by Madarame that took place just a moment ago. After reporting to the association, Madarame has agreed to the police's request to turn himself in. Wasn't he on TV the other day? On top of charges of abuse to his pupils, Madarame is under suspicion of claiming their works as his own. Some doubt the validity that his maiden work, Sayuri, was stolen, believing it was used for fraud. This large-scale criminal act has caused a great shock to the art world, and... That old man's done for. After the conference, Madarame was taken to a police hospital for interrogation due to his age. However, initial psych evaluations state that he is mentally sound and likely responsible for his actions. There's no need to be nice to an old geezer like that. Why'd he spill the beans himself? Doesn't that seem weird? Also, a group calling themselves the Phantom Thieves posted a dubious note at Madarame's exhibit. The police will investigate their relation to this case, but for now, did not identify them as suspects. Phantom Thieves? Do these bandits have something to do with that old geezer's apology? Oh, I've heard of them before. They supposedly steal evil hearts. It's why the culprits apologize. Wait, what? Steal hearts? That's impossible, though. But I feel like I saw something about that online, too. They sent out a calling card for real. Oh, so it was like, we're going to take your heart? Oh, that's impressive if someone really did that. Phantom Thieves, huh? Phantom Thieves again. You guys see the news about Madarame? It's just like what happened with Kamoshida. And they mentioned the Phantom Thieves! Man, this is starting to get interesting. If we do it right, we can change people's hearts. With this power, we might be able to do more than just getting back at society. It'll be a big deal. Let's keep pushing on then. As for me, I hope we just keep getting more and more famous. Something like this happening twice is massive, too. It's too great a coincidence to occur normally. If we continue doing this, we'll definitely be able to give courage to everyone who needs it. We may want to quiet down a little. Do you know them? You moron! Those are attendance officers! Hello there. May I speak with you for a moment? Ah, yes! How can we help you? That monotonous acting of hers never fails to send a chill down my spine. What are you all doing here? Are you friends? Hmm? What did you say? that was a joke! He didn't get much sleep last night. Well, all right. Just make sure you disperse before it gets too late, okay? There have been some odd happenings lately, and the news about that artist has caused quite the stir. We'll be careful! It's still light out. Man, those guys must have way too much time on their hands. Hey! Don't go making stuff up on the spot like that, okay?
totally panicked because of you. From now on, we'll need to be even more cautious than before. Look at us. Right after the second thieves incident, both prior victims are meeting up. Wait, you mean people might be listening to us? It'll be fine. Look around, we're the only people worrying about it. I guess you're right. By the way, Yusuke, you able to get anything out of Madarame? Remember how he was talking about that suspicious person in the black mask? Well, I pressed him for answers, but he doesn't even understand what happened to him to begin with. It's not like he actually saw his desires get stolen, after all. It's rumored that he may be sent to prison. In that case, gaining information will be difficult. So, what are you gonna do now? I'll be leaving that house. I can't draw on such a place anymore. Do you have somewhere to go? The school dorms. I can stay there free of charge, thanks to my fine arts scholarship. A scholarship? Wait, you're that good? Although, Takamaki-san's house would do as well. Wait, what? You know, you could ask her to model for you whenever you wanted. You moron! Then again, now that Yusuke will be living alone, it'll be easier for us to meet up whenever we want. For the time being, we should wait and see how this case plays out. And it'll probably take some time finding a target as big as Madarame. Anyway, we should just act like normal students while we look for our next target, okay? We'll be entrusting that to you again, Ryuji. Alright, guess it's just more prep till then. Yusuke Kitagawa. So after Shiho Suzui, you did it again for someone you barely knew? You were sent away twice, almost reported to the police, and yet you still wanted to save him. Moreover, you ended up in a museum instead of a castle this time. You're still going to maintain this rubbish about changing someone's heart by stealing their treasure? Very well. The truth behind this tale of yours will be clear once your conspirators are in custody. Now then, tell me about this new member who joined your group. There's no point in being stubborn. It will only damage your position. The identity of Madarame's pupil can be easily discovered with a little investigation. So you won't sell out your accomplice? Fine. There's still much more that I want to hear. It was around this time that the Phantom Thieves began to truly gain popularity. Lies flooded the internet. Things like the Phantom Thieves saved me too, or I got a calling card. For heaven's sake, those lies made the collection of intel take almost 10 times longer. Now your next target was this man, Junya Kaneshiro. He doesn't compare to the previous two. Even the police had been struggling to apprehend him. So, exactly how did you take down such a well-guarded criminal? Tell me. The suspect has repeatedly testified that he does not have any recollection of his actions. A full psychiatric evaluation will be performed to further investigate the crime's details and motives. First Kamoshida at Shujin Academy, and now Madarame. I found a number of points of commonality between the two. Both, for example, were sent a calling card before their unforeseen changes of heart. I see. But isn't tying their cases to the series of psychotic breakdowns jumping to conclusions? Furthermore, the police will frown upon you stepping into this. Now isn't the time to be worrying about things like jurisdiction and honor. We need to dig deeper and find a correlation among the incidents these past 2-3 years. Very well, I leave it to you. However, you must not let this interfere with your regular duties. Thank you, sir.
damn woman just had to stick her nose into this. And I understand that these abnormal incidents have caused some anxiety throughout our country. This situation must be approached with the utmost seriousness. I shall continue to put forth great effort so that every citizen can live with peace of mind. Not only are there these phantom thieves to worry about, but if that is exposed... Yusuke hat mir geschrieben. Du hast die Nachricht auch bekommen. Vielen Dank, wirklich. Warum bist du so plötzlich so höflich? Ich danke euch wirklich, dass ihr mich zur Vernunft gebracht habt. Du übertreibst. Tue ich definitiv nicht. Ich muss meinem Dank ehrlich Ausdruck verleihen. Du gehörst zu uns, Mann. Wir zählen auf dich, okay? Natürlich. Wenn etwas ist, helfen wir ohne zu zögern. Danke. Also dann, bis bald. Das wäre doch nicht nötig gewesen, nur um sich zu bedanken. Er ist ein feiner Kerl. Gar nicht schlecht für unseren ersten Job, oder? Ein voller Erfolg. Ach so, hast du später Zeit? Für was? Dieser Typ, den ich kenne, hat mir nämlich kostenlose Tickets für eine Darts-Lounge gegeben. Aber die laufen heute ab. Möchtest du mit mir hingehen? Yoshi, haben wir nicht gerade erst darüber geredet, dass wir auf der Hut sein müssen? Es ist denn doch nur Dart. Willst du nicht auch spielen, Morgana? Falls du überhaupt werfen kannst. Aber wenn du einfach nur spielen willst, sollte es kein Problem sein. Aber dann lass uns in diese Dart losgehen. Geh vor, Ryoji. Yeah. Ja, das geht ab. Es liegt in Kijitoji. Wir müssen mit der U-Bahn fahren. Da war ich noch nie. Echt jetzt? Direkt bei der Station gibt es eine Menge Läden. Es ist eine Station von Shibuya entfernt. Fahren wir mit der Inugime-Linie. Leute! Kijitoji! Das ist interessant, denn das ist ein neuer Stadtbezirk, der hier in Royal zum ersten Mal auftaucht und im Original noch nicht verfügbar war. Dann schauen wir mal, was uns hier in Kijitoji erwartet. Die Stufen führen zur Inugime-Linie. Hier geht es nach Kijitoji. Ich werde ganz aufgeregt. Auf geht's, legen wir los. Aber sehr schade, dass sie es nicht vertont haben, weil wenn sie schon ihren neuen Abschnitt reinbringen, können sie es ja episch einführen, Mann. So, beliebt bei Männern und Frauen jeden Alters, Läden säumen die Straße. Finde dein eigenes Ziel. Die einzigartigen Outfits im Schaufenster sind selbst für Einsteiger geeignet. Mein ganzer Reichtum. Mit Schuhpass für den Pendlerzug kannst du zwei U-Bahn-Stationen kostenlos benutzen. Yonge-Yaga und Shibuya. Und Shibuya nach Ayo Ichimose. Außerhalb dieser Bereiche musst du bezahlen. Denk entsprechend, plan deine Reise. Treib mir nur die Insel mit. Diese zwei. Kijitoji Innenstadt. Das ist also Kijitoji. Die Stimmung hier ist ganz anders als in Shibuya. Hier gibt es jede Menge Läden, die man in Shibuya vergeblich sucht. Habe ich jedenfalls gehört. Klingt interessant. Oh, jetzt bist du interessiert, was? Er ist beschäftigt, aber es wäre sicher spaßig, mit mehr Leuten herzukommen. Ich glaube, die Darslos ist einen Block von der Hauptstraße entfernt. Aber da wir schon mal hier sind, können wir unterwegs einige Läden anschauen. Okay! Kijitoji! Dann schauen wir mal, was es hier alles so zu tun gibt. Müssen wir uns gleich mal hier umschauen, weil das ist auch für mich alles neu. Oh, Detective Makoto wieder im Einsatz. Hallo? Was für ein Zufall! Sind ja ganz nett, die kann man immer sehen, wenn sie einen verfolgt. Hallo, wir geben unser Bestes, um Informationen dieser Gegend bereitzustellen. Was empfiehlst du, genau? Ich habe ja genau das Richtige. Du bist Minere, richtig? In dem Fall, wenn du am Angi-Viertel und der Rude Shuju weitergehst, kommst du zu einem Darts-Bilepa. Das ist ein ungezwungenes Lokal und Leute deines Alters werden problemlos reingelassen. Und etwas für Erwachsene? Wie nun ja, du bist den ganzen Weg bisher gekommen. Wenn du nach Lokalen für Erwachsene suchst, da gibt es den Jazz Club.
Und ich glaube, Minderjährige dürfen rein. Entschuldigung, bitte, meine Wissenslücke. Ach, den Rest wollen wir selber rausfinden. So, was haben wir da? Meine Morgana-Sinne verraten mir, dass dort Sachen verkauft werden, die genau eins die sind. Was zur Hölle sind Morgana-Sinne? Sehen wir mal rein. Hallo und willkommen. Wir haben hier viele hübsche Dinge, die man verschenken kann. Ach, so genug Geschenke. Kann man kaufen. Ja, die haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht und die braucht man nicht unbedingt. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich was kaufst. Haben deine Sinne dir gesagt, du sollst dir einen holen? Mein sechster Sinn hat mit mir gesprochen. Ey, ist ja voll verschachtelt hier. Wo ist Detective Makoto? Oh, hat sie sich hier wieder weggestellt. So, was ist denn hier? Oh Mann, guck dir das Schild in dem Laden an. Da steht, bringen Sie Ihre schmutzigen Klamotten her. Schmutzige Kleider? Mal sehen, was es gibt. Ah, Wäscherei ist es dann, oder? Willkommen, willst du Kleidung für... Moment, was ist denn das? Dürfte ich mal was ansehen? Keine Sorge, ich klaue es nicht. In Secondhandladen gehen. Im Secondhandladen kannst du schmutzige Rüstungen verkaufen, je nach Originalzustand. Der Rüstung kannst du gute Preise ziehen. Für jeden verkauften Artikel erhältst du Secondhand-Punkte, die du im Laden gegen Preise eintauschen kannst. Und die Hüppe reagiert auf Kleidung, die wir von Schatten haben. Der scheint sich auszukennen. Ich bin seit 40 Jahren hier, aber ich habe noch nie Kleidung gesehen, die mein Herz schauern lassen. Na gut, ich kaufe sie ab, aber nur zu dem Preis, den es verdient. Wir haben hier ein Punktesystem. Jedes verkaufte Kleidungsstück bringt dir 10 Punkte ein. Sobald genug Punkte hast, kannst du dir einen Preis einlösen. Also gib Kleidung gerne aus. Ich möchte die Preise sehen. Okay, Automasuka ist geil. Der Gürtel ein Flinkes und Gosses. Müssen wir 15 Stücke verkaufen. Nee. Noch nicht. Die Kleidung kann man nämlich waschen. Und wenn man sie gewaschen hat, kann da nämlich neue Rüstung entstehen. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Heilige Scheiße. Was für eine lange Schlange. Ich glaube, ich habe den Laden im Fernsehen gesehen. Oh, dieser Duft. Das beliebte Angebot aus anscheinend ihre hausgemachten Frikadellen. Tut mir leid. Wir haben nur noch genug hausgemachte Frikadellen für Leute in der Schlange. Kommen wir abends vorbei. Da, wenn der noch los ist, dann wird das wohl nichts. Okay, also abends hingehen, Frikadellen kaufen. Wo sind wir da? Ein Drink? Heute nett. Finde ich nett, dass das Beauty alles kommentiert. So, was haben wir hier? Alter, dieser Nikoman sieht so viel leckerer aus als im Supermarkt. Stimmt, ey, was wollt ihr denn? Wie wär's? Hey, willkommen! Wir verkaufen hier heiße und frische Bonsai. Der von einem Inneren stellt 100 TP eines Verbündeten wieder her. Nee, kauf mal eins. Napoli Nikoman und Pfeffriger Nikoman. Mann, ich frage mich, wie sie schmecken. Irgendwann werde ich sie auf jeden Fall mal probieren. Aha. Detective Makoto ist schon wieder da. Echt, das sind aber schon viele Zufälle. Allein wegen dieser Szene liebe ich Makoto, weil sie so ganz unauffällig der Mund hinterher folgt. Guten Tag, was führt dich her? Überrascht, einen Mönch zu sehen? Keine Angst, ich bin nur ein Mensch, der lebt und atmet wie du. Der Tempel ist tagsüber jedermann zugänglich. Du bist hier jederzeit willkommen. Kommen wir wann anders, wir haben zu tun. Wenn man genau hineinsieht, ist er ziemlich beeindruckend, was? Okay. Ah ja, wollte ich auch gerade sagen. Ist schon seltsam, einen Tempel so in der richtigen Einkaufsstraße zu sehen, aber nun gut. So, dann schauen wir uns mal hier um. Die haben Essen in ferne Länder. Ein paar Sachen sehen echt interessant aus. Die haben ein paar seltene Sachen. Sehen wir uns das mal an. Aber die haben wieder nur Essen, oder? Ja. Türkenfleisch speziell. Ja. So ganz umsonst muss ich meine Sachen essen. Ziemlich teuer, was? Vielleicht kaufe ich irgendwann eins, um zu sehen, wie es schmeckt. Pökelfleisch. Ah, Makoto. Ah, das ist die Straße. Der Name vor dem Laden ist der auf dem Gratis-Ticket. Da steht Pinguin-Sniper. Hä? Warum soll man einem Pinguin eine Waffe geben? Das soll man nicht wörtlich nehmen. Aber wenn du dir einen guten Namen einfallen lässt, naja, egal, sehen wir uns das mal. Machen wir gleich, aber erstmal möchte ich mir die ganzen Geschäfte hier noch anschauen. Fangen wir erstmal da unten an. Joe, jetzt bin ich zu weit gelatscht. Da. So. Was ist denn das hier für ein illegaler Teppichladen? Ein Laden für Raucherstäbchen. Alter, das klingt jetzt echt zweifelhaft. Du interessierst dich nicht für Räucherstäbchen, oder? Was würdest du überhaupt damit anfangen? Weiß ich nicht. Für irgendwas werden sie schon gut sein, sonst würden sie ja nicht verkauft werden. Optiker.
Wir sollten eigentlich auch mir mal eine neue Brille uns holen. Wäre auch nicht schlecht. So. Okay, da können wir uns eh nichts kaufen wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Mann, holt sich ja eine blutige Nase, wenn man nur die Preise anschaut. Ach, Rosie, du bist mein Freund. Du verstehst mich. Oh, Detective Makoto. Ich finde es so lustig, Mann. Wie sie halt so komplett auffällig da mit der immer hinterherläuft. Oh, man muss noch warten. Irgendwann kommt sie wieder. So, was haben wir hier noch? Ach, der Jazzclub, oder? Ach, da dürfen wir nicht rein, oder? Okay, dann gehen wir halt nicht rein. So. Jetzt gehen wir noch mal kurz zu der Kijitoji-Tante da ganz vorne. Fragen noch mal hier. Vielleicht nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. So. So, über die Stadt? Gerne doch. Erlaube es mir dir zu erklären. Es gibt hier vier verschiedene Bereiche. Auf der Promenade findest du einen Fried Food Laden, Schreibwarenladen, Second Hand Laden und Tempel. Die Hacksteaks im Fried Food Laden sollen sehr lecker sein, aber man muss lange anstehen. Wenn du im Fried Food Laden links gehst, siehst du ein Retro-Geschäft mit vielen gehobenen Geschäften. Am Ende der Gasse befindet sich ein Jazzclub. Da spielen viele bekannte Künstler. Stimmung ist garantiert. So, weiter. Aber sowas von. Nach der Retro-Straße stößt du auf die Rue de Chabou. Mit jeder Menge schicken und noblen Läden. Da gibt es auch einen Laden für Kraftsteine, der bekannt dafür ist, dass sie wirklich funktionieren. Ja, ja, das sagen sie alles. Außerdem ist auf der Rue de Chaussée eine Bar für Darts und Billard. Aufregung ist garantiert. Zuletzt gibt es die Harmony Alley, das Ausgeviertel. Sie beginnt direkt an diesem Infostand. Sie bietet alten japanischen Flair. Perfekt, um die Atmosphäre zu genießen. Inspiration garantiert. So. So viel zur Stadt. Gibt es noch was, was du wissen müsst? Über die Läden? Aber natürlich, lass es mir dir erklären. Hier ist auch ein dubioser Verzeihung, ein origineller Secondhand-Händler für Kleidung. Der ist mir sympathisch, lasst ihn in Ruhe. Er befindet sich auf der Promenade. Der Manager grüßt mich jeden Morgen, aber er sagt immer, ich will besonders schmutzige Sachen. Wäre es bei dem, was man ihm bringt. Ach, und warst du schon beim Räucherstäbchenladen Harmony Alley? Der eröffnet neulich erst. Da gibt es Raucherstäbchen, von denen die meisten nie gehört haben. Ist auch kein unseriöser Laden. So, irgendwas, was ich noch wissen hatte? Was du wissen solltest? Ach ja, ich habe tatsächlich etwas gehört. Über den Fried Food Laden an der Promenade. Die Leute sagen, man steht dort furchtbar lange an. Und spätabends ist bereits alles ausverkauft. Also, was sollen wir tun, wenn wir etwas wollen? Naja, angeblich machen sie sonntags mehr als sonst. Also, anders ausgedrückt, wenn man sonntagabends hingeht und da endet die Geschichte. So, das hat man. Was empfehlen wir? Ja, irgendwas? Ja, das hat man schon. Also über Läden hat man. Und das, was ist empfehlenswert, hat man auch. Ja. So. Puh, das waren ziemlich viele Infos. Jetzt wissen wir über jeden Fall über Kitschosch bereit. Okay, und kriegen wir sogar noch einen Intelligenzboost. Hat sich nochmal gelohnt, mit der Dame zu reden. Makoto? Ich kann das den ganzen Tag machen, so schauen wir die eine verfolgt. Aha. Hat sie sich hier in die Uhren reingestellt, klar. Schlau, schlau, die Kleine, oder? So, dann sind wir im Endeffekt jetzt hier. Schliefwerke, weißt du, ich habe das Gefühl, dass Leute auch vergessen, wo sie ihren Scheiß hingetan haben. Kann ich da was klauen oder so? Schade. Geht leider nicht. Nun gut, dann gehen wir jetzt erst nochmal in die Dartsbar hier rein. Speichern nochmal kurz. In Kijitoji und dann schauen wir mal, wie das Dartspielen läuft. Das wird sicher nicht gut laufen. Oh, hier, das ist es. Oh Mann, ich werde ein bisschen nervös. Oh, du bist ein Kind. Versuch bitte, uns nicht zu blamieren, ja? Das musst du gar nicht sagen. Okay, wie sieht der Plan aus? Wollen wir reingehen? Geh mal. A new high score. The center of the target's called the bullseye. If you land a dart there, it's called the bull. I know because I looked up the rules online last night. Anyway, this game's called 0-1.
You win by getting your score all the way down to 0 points before the other player. Oh, so you're not trying to get a high score, but get rid of your score? That's pretty different. We both start with the same score. Then you lose points based on the number on the board where your dart lands. And you can only win if you get your score down to 0 exactly. You can't even be off by a single point. How's that sound? Pretty sick, right? So you have to be able to calculate your score properly while making sure you hit the right numbers on the board. This game seems like it takes a lot of concentration. One point? Come on. You have to straighten your arm out more and... Hey Ryuji, what's up? I was just reading this flyer. It says, darts is a party when you play in pairs. You team up with someone and alternate throwers when it's your turn. You still use the same rules I told you, though. Hey, what do you say we give it a try? Hell yeah! That's what I'm talking about! Let's do this! Whoa, a bull right off the bat? Man, talk about an exciting opening! Here goes! Don't underestimate an ex-athlete! Hell yeah! Triple 20! Whoa! He hit such a tiny spot! Quite impressive, especially for you, Ryuji. We're almost down to 0 points. Let's really focus for this last round. Woo-hoo-hoo-hoo! 0 points right on the dot! Oh, ain't we badass? That's no easy feat. You really do have something special going on. Man, this is so fun. When you're on the line, the pressure's insane. But it makes you want to do your best for your partner. So, für die Übergabe gibt es Ränge. Je höher der Rang, desto mächtiger die Effekte beim Einsetzen von Übergabe. Rang 1, fügt mehr Schaden zu und erhöht die TP-Regeneration. Fügt mehr Schaden zu und erhöht die TP-Regeneration. Heilt TP nach einer Übergabe. Sehr cool. Fügt mehr Schaden zu und erhöht die TP-Regeneration. Heilt noch mehr TP bei Übergabe. Stellt SP nach der Übergabe wieder her. Oh, Stufe 3 müssen wir definitiv erreichen. Du siehst den Übergang deines Gruppenmitglieds im Wertefenster. Based on the looks on your faces, I'm guessing both of you got something out of this game. Even if it is just a game, it can be some kind of training, depending on how you play. Well, I do always have the Phantom Thieves on the brain. Let's keep practicing together here. Let's invite everybody next time! Man, all this just from me asking you to meet me here? This is like... you know, one of those strikes of good luck. A stroke of good luck? Why would it be a strike? Who would protest having good luck? Ooh, what's that? Oh yeah, they have pool here too. This game could be useful too, depending on how we look at it. Yeah, it's already pretty late though. We can come back and play it later. Ah, and don't forget. We got a couple free tickets to play today, but next time you'll have to pay up. But it was super fun, right? Oh, I really want to play again sometime. Well, we should head home for the day. Thanks for hanging out. Hey. Wenn ich mich recht erinnere, steigt die Gebühr um, richtig? Ich habe Kunden gehört, die dort richtig gefährlich finden. Sieh zu, dass du kein Ziel wirst, okay? Wow, es ist halt so unsicher geworden. Das hast du am Abend trotzdem in Kijijojo vorbeischauen, meinst du nicht? Keine Sorge, Maxi, wenn es harte Fahrt kommt, bin ich für dich da. Außerdem riecht es in der Straße verdächtig gut. Da muss man Nachforschung anstellen. Allein schon für die guten Brötchen. Ich habe ein paar Informationen aufgeschnappt, die für dich interessant sein können. Offenbar gibt es einen alten Mann, der in Kijijojo Probleme macht. Wenn man nur eine falsche Bewegung macht oder was Falsches sagt, wird er sofort handgreiflich. Und dann behauptet er, man hätte ihn geschlagen, damit er keinen Schmerzengeld verklagen kann. Ein Trickbetrüger also und ein ziemlich schlagfertiger dazu. Einfach unfassbar. Sehe ich auch so. Wir können diesen Typen
nicht einfach freien Lauf lassen. Zu wissen, dass er ein alter Unruhstifter ist, reicht leider nicht, um seinen Namen herauszufinden. Was ich aber weiß, dass er sich oft in der Harmony Alley in Kishishoujo rumreibt. Also, dann schauen wir uns doch mal den Herrn an. Doch, das können wir jetzt gleich noch nicht machen, denn wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und ich denke mal, wir werden aber danach nochmal einen Abstecher nach Kishishoujo machen. Hier, schon wieder 400 Yen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.